Okay. Walking along the seaside. You mind? Who made you to cross my way? Maybe I wish to die. Do you think you can reach me? I squeeze you like an insect. I even cannot see you. A small bacteria. Oh, call me face destructor. Oh, call me face disruptor. However you want, you wish fulfilled. Anyway, I'm your face wrecker. I say punch in the face. Punch in the face, kick in your face, kick in your face, yo. Raptor is my name, I raise you to the ground. I rip the flesh from your bones, and I squish you till you bleed. And then tons of rage pouring through my veins.
I wrestled swell with the engine powers. I crushed a hammer down. I'm the bringer of bad luck. I'm the maker of Scarface too. However you want, there's no escape. Anyway you would pay. I say punch in the face. Punch in the face. Kick in your face. Kick in your face. Yo.
life's just begun. Far beyond sinister eyes. And it's the memories that still remain. Custodia, God's
desert. Gatekeeper, so protector, tell me, are you watching over me? Inspector, controller, reviser, supervisor, tell me, am I acting blamelessly? If I die ahead of time, I'll spare myself some pain. Would it be just to save my soul? Oh, our misery is just the world we live in. Misery. Oh, why have a fought it so deep in the misery. With black, can you hear a shrieking owl singing your name? He's the devil, he's on the prowl, haunted without shame. Everybody come to my show, I'm the beast, catch you all like cattle, dinner for my feet, bring you down and up to my fiery home. Suffer the ain't enhancing door. Da 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 da. I'm the beast, I'm the beast. I can do what I want. From hell I was released. Da 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 da. I'm the beast, I'm the beast. Race for mountain fire.
Everybody come to my show, I'm the beast. Catch you all like cattle, dinner for my feast. Bring you to the death, to my fiery home. You will suffer the alien hands in doom. Da 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 da, I'm the beast, I'm the beast. I can do what I want from here, I was released. Da 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 da, I'm the beast, I'm the beast. Race for mountain fire, please. So, und jetzt bei uns auf der berühmt-berüchtigten FS1-Couch, da muss ich nochmal schauen, Phil, Emanuel und Marco von Instructor, die man im Internet bzw. auf YouTube nur unter Jackie findet. Warum? Komischerweise. Nein, ich weiß nicht, das ist, also ich komme ja eigentlich aus Karlsruhe, bin ja nach Salzburg gezogen. Es tut mir leid. Ja, das Wetter ist ja nicht so gut. das war so, dass eigentlich habe ich die Songs alleine geschrieben, weil, na, irgendwie, also, die Songs, die sind eigentlich ziemlich alt, die habe ich damals alleine geschrieben, weil,
Ja, also wollte ich habe irgendwie keinen gefunden, der mit mir Musik machen wollte. Und ja, und dann wusste ich halt nicht, wie ich mich nennen soll. Habe mich einfach Jackie getauft, weil ich schon immer Jack heißen wollte. Und da fand ich Jackie irgendwie cool. Dann bin ich nach Salzburg gezogen, dann habe ich die beiden hier kennengelernt und jetzt spielen wir es halt zusammen. Dann muss ich mal trotzdem ganz kurz fragen, du kommst aus Karlsruhe, das ist doch eine mittelgroße deutsche Stadt, glaube ich jetzt. Und warum? Zweimal so groß wie Salzburg. Ja, okay, das geht. Für uns ist das eine große Stadt. Noch, ja. Wie kann es sein, dass keiner mit dir Musik machen wollte? Nein, ich komme ja nicht direkt aus Karlsruhe Stadt, sondern ja, vom Land. Und da war es so, dass jeder spielt Gitarre, jeder spielt Schlagzeug, nur gab es halt keinen Bassisten. Da haben wir eine Band gehabt irgendwie und da gab es dieses Bassproblem. Jetzt haben wir ein Schlagzeugerproblem in Salzburg. Und das war ziemlich punk-lastig. Und ich mag Punk eigentlich nicht so, also ich wollte immer ein bisschen was Härteres machen. Ich stehe so auf Heavy Metal und naja, das war eben das Problem, Musikgeschmack. Wie würdet ihr dann euren jetzigen Stil beschreiben? Oder wie jetzt den Umwand sind, von der Art her? Muss ich sowas sagen? vielleicht Metal, leichter Stone-Einfluss, sowas in die Richtung, Heavy Metal. Würde ich jetzt mal schätzen, aber... Unplugged, momentan. Momentan, ja, unplugged. Aber so, wenn es verzerrt ist und mit Schlagzeug, würde ich eher sagen, Heavy Metal, leichter Stoner-Einfluss. Sowas. Kommt sie aus der Richtung oder ist das irgendwann gewachsen? Nein, eigentlich, also ich höre seitdem ich 13 bin, circa nur Metal eigentlich. Angefangen hat es mit Iron Maiden, dann ist halt Metallica dazu gekommen, dann Slayer und die ganze Bagage halt und so. Und ich wollte früher immer Metal spielen am Anfang auf der Gitarre, aber ich habe dann gemerkt, dass ich irgendwie nicht so schnell bin, wie ich es eigentlich haben wollte. Und ja, keine Ahnung. Ja, nein, eigentlich schon. Also ich wollte eigentlich immer Metal spielen und habe eine andere Band gehabt, die ist eher mehr in das Alternativ-Rock-Metal gegangen. Und das war mir irgendwie teilweise, ja, ein bisschen zu weich. Zu poppig. Teilweise. Oder zu poppig auch. Und wie ich dann ihn kennengelernt habe und seine Songs gehört habe, da habe ich dann das einfach das gehört, was ich spielen will, was mir taugt, so das, was einfach heavy ist und teilweise aber auch weiche Stellen hat und so, was mir ganz gut taugt und ja, ich finde es super eigentlich. Kommst du aus dem Metal oder? Manchmal wächst man ja rein. Ich spüre eigentlich noch gar nicht so lange, allgemein in der Band. Also ich spüre jetzt mit Marco zusammen seit fast einem Jahr mit Nivalis. Und Musikrichtung, ja, Stoner-Rock, Metal, solche Geschichten, ja, Post-Rock, Britney Spears natürlich. Worum geht's in der eigenen Songs? In the Garden war es, glaube ich, eine Nummer, oder? Vom Namen her. Was, In the Garden? In the Garden? Ach, Garden of Memories. Ah, Garden of Memories, Entschuldigung. Ach so. The Garden war was anderes. Um was geht's? Also ich würde sagen, hauptsächlich um die zwei Gegensätze, gut und schlecht. Also irgendwie The Beast. Also ich hatte schon mal den Fall, dass ich auf einer Geburtstagsparty The Beast gespielt habe. Und da waren zwei religiöse Leute dabei und die haben den Raum verlassen. Aber die haben nicht verstanden, um was es geht. Der Gegenpol dazu ist Instructor. Das ist eher so ein Gebet eigentlich. Also wie soll ich sagen, da geht es mehr um die göttliche Seite und The Beast hat jetzt mehr mit der dunklen Seite zu tun. Also das Schlechte kann nicht ohne das Gute existieren und umgekehrt. Und deswegen, ja, ich habe eben zwei Songs geschrieben, die genau das beschreiben, das Gute und das Schlechte. Ein Song aus der Sicht vom Teufel und das andere eben aus ein Gebet einfach. Ja, und... Punch in the Face. Ob das nicht selbstredend ist, ist die Frage. Um was geht's da? Ja, da war ich einfach, war einfach ein bisschen gut drauf, sag ich mal. Und dann habe ich den Song geschrieben.
Garden of Memories, das sind halt wieder so, ja, man hat einfach eine schlechte Zeit oder so und dann kommen eben diese, na, ich sag halt immer diese Schwuchtlieder raus. Ja, die unbequeme Wahrheit, die gibt's nur auf FS1 scheinbar. Ja, so ist es. Wenn ihr dann einen Schlagzeuger gefunden habt, dann ist es vorbei mit der Akustik? Oder? Definitiv, ja. Also, Good Garden of Memories, da haben wir keine Wahl, weil der Song, der existiert eigentlich nur so. Aber jetzt zum Beispiel The Beast Instructor, die Punch in the Face, da, das müssen wir dann ein bisschen aufpumpen im Schlagzeug und das wird dann auch ganz anders klingen. Ja, es hört und sieht man auch ein bisschen. Aber ich finde es cool, weil es gibt nicht so viele Metal-Bands, die sich solche Sachen auch akustisch spielen trauen. Ja, ist eine kleine Notlösung halt. Bevor wir da im Vergammeln und Wände anstarren, machen wir lieber was. Ja, da muss ich jetzt gleich noch fragen, was wird man demnächst von euch erwarten? Weil ich habe jetzt tatsächlich, ich wollte heute noch ein bisschen recherchieren. Ich habe euch auf Facebook nicht gefunden. Es gibt dementsprechend auch noch keine Homepage. Auf YouTube findet man euch unter einem anderen Namen. Wie lösen wir das? Um,
Ja, es steht nur sehr viel offen eigentlich, würde ich sagen. Also wir schauen erst einmal, dass wir einen fixen Schlagzeuger finden, der fix in der Band bleibt. Und dann schauen wir alles wegen alles anderem, also wie, was ist und so weiter halt. Also es steht nur sehr viel offen eigentlich. Also euer nächstes Hauptziel wird einmal die Band zu komplettieren? Mehr oder weniger, ja. Und dann Album aufnehmen vorher. Und nur ein paar extra Songs, die was noch existieren, die was schon existieren eigentlich, die was auch er schon gemacht hat, aber die was wir selber noch nicht gespielt haben, weil wir eben nur akustisch spielen. Und ja, auf jeden Fall Album machen und dann schauen, dass wir halt dort und da spielen und die Musik unter die Leute irgendwie bringen. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Mhm, coole Sache. Wünsche euch viel Glück und viel Erfolg vor allem. Dankeschön. Was habt ihr da heute noch mitzuteilen? Du redest so wenig. Brauch nichts sagen. Was war die Frage? Was willst du der Welt noch mitteilen? Der Welt mitteilen? Hört unsere Musik, die ist cool. Also wir werden dann auf jeden Fall YouTube-Links einblenden, nachdem ihr ja nicht so einfach zum Finden seid. Werden wir machen, euch mit YouTube verlinken und auch bei uns auf der Homepage. Also wer jetzt Interesse und Gefallen gefunden hat, gerne auch gute Schlagzeuger. In diesem Sinne darf ich mich bei... Also ganz kurz noch, er muss Double Bass spielen können. Das wäre cool. Dürfte für einen Metal-Schlagzeuger eigentlich selbstredend sein, hoffentlich. Und wenn nicht, dann kann man es faken. Das geht. Muss man es halt digital machen. Wir wollen keine Playback-Band werden. Ja, müsst ihr aber bei Videos. Sind wir auch gespannt. Demnächst wird es sicher auch mal Videos von Instructor geben. In diesem Sinne freut es mich sehr, dass du da gewesen seid. Vielen, vielen Dank, Instructor. Ich darf mich jetzt noch sehr herzlich beim wieder komplett unbesetzten Team heute bedanken, was mich sehr gefreut. Beim Lauren, beim Werner, beim Bernie, beim Max, bei mir, gerade mal gesagt. Vielen Dank und bis zur nächsten Studio-Session. Ciao. Observe the well.